Männer. Drei waren graubärtig, drei waren jünger, drei waren noch jünger und die drei Jüngsten waren die schönsten. Sie sprachen nichts, sie blickten still in das Feuer. Es war einmal im Advent. Dein tägliches Märchen zur Weihnachtszeit. Von den 12 Monaten. Es war eine Mutter und die hatte 2 Töchter. Die eine war ihre eigene, die andere ihre Stieftochter. Die eigene Tochter hatte sie sehr lieb, die Stieftochter konnte sie nicht einmal ansehen, weil Maruschka schöner war als Holena. Die gute Maruschka wusste von ihrer Schönheit nichts. Sie konnte sich gar nicht erklären, warum die Mutter so böse sei, so oft sie sie ansehe. Alle Arbeit musste sie selbst verrichten. Die Stube aufräumen, kochen, waschen, nähen, spinnen, weben, Gras zu tragen und die Kuh allein besorgen. Holena putzte sich nur und ging müßig. Doch Maruschka arbeitete gern, war geduldig und ertrug das Schelten, das Fluchen der Schwester und Mutter wie ein Lamm. Doch dies half nichts. Sie wurden von Tag zu Tag schlimmer. Und zwar nur darum, weil Maruschka, je älter sie wurde, desto schöner, Holena, desto garstiger ward. Die Mutter dachte: Wozu sollte ich die schöne Stieftochter im Hause haben, wenn meine eigene Tochter nicht auch so ist? Die Burschen werden auf Brautschau kommen, Maruschka wird ihnen gefallen, Holena werden sie nicht haben wollen. Und von diesem Augenblicke an versuchten sie, die arme Maruschka loszuwerden. Sie quälten sie mit Hunger, sie schlugen sie, doch sie ertrug's geduldig und ward von Tag zu Tag schöner. Und eines Tages, es war in der Mitte des Eismonats, wollte Holena Veilchen haben. »Geh, Maruschka, bring mir aus dem Walde einen Veilchenstrauß. Ich will ihn hinter den Gürtel stecken und an ihm riechen«, befahl sie der Schwester. »Oje, liebe Schwester, was fällt dir ein? Hab nie gehört, dass unter dem Schnee Veilchen wüchsen«, versetzte das arme Mädchen. »Du nichtsnutziges Ding, du Kröte, du widersprichst, wenn ich befehle. Gleich wirst du in den Wald gehen und bringst du kein Veilchen mit, so schlag ich dich tot«, drohte Holena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Türe hinaus und schloss diese hinter ihr. Das arme Mädchen ging bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war ein Fußstapfen. Die Arme irrte lange, Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie, sie bat Gott, er möchte sie lieber aus der Welt nehmen. Da gewahrte sie in der Ferne ein Licht. Sie geht dem Glanze nach und kommt auf den Gipfel eines Berges. Auf dem Gipfel brannte ein großes Feuer und um das Feuer lagen 12 Steine. Auf den Steinen saßen 12 Männer. 3 waren graubärtig, 3 waren jünger, 3 waren noch jünger und die 3 Jüngsten waren die schönsten. Sie sprachen nichts, sie blickten still in das Feuer. Die 12 Männer waren die 12 Monate. Der Eismonat saß oben an. Der hatte Haare und Bart weiß wie Schnee. In der Hand hielt er einen Stab. Maruschka erschrak und blieb eine Weile verwundert stehen. Dann aber fasste sie Mut, trat näher und bat: »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme. Kälte schüttelt mich.« Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte sie: »Weshalb bist du hergekommen, Mädchen? Was suchst du hier?« »Ich suche Veilchen«, antwortete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit, Veilchen zu suchen, wenn Schnee liegt«,
sagte der Eismonat. »Das weiß ich wohl«, entgegnete Maruschka traurig. »Allein Schwester Hollena und die Stiefmutter haben's mir befohlen, Veilchen aus dem Walde zu bringen. Bring ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, ihr Hirten, sagt mir, wo ich derer finde.« Da erhob sich der Eismonat, schritt zu dem jüngsten Monat, gab ihm den Stab in die Hand und sprach: »Bruder März, setz dich oben an.« Der Monat März setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. In diesem Augenblicke loderte das Feuer höher, der Schnee begann zu tauen, Bäume trieben Knospen, unter den Buchen grünte Gras, in dem Gras keimten bunte Blumen, und es war Frühling. Unter Gesträuch verborgen blühten Veilchen, und eh sich's Maruschka dessen versah, gab es ihrer so viele, als ob wer ein blaues Tuch ausgebreitet hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke«, gebot der März. Maruschka pflückte freudig, bis sie einen großen Strauß beisammen hatte. Dann dankte sie den Monaten und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Hollena, es wunderte sich die Stiefmutter, als sie Maruschka sahen, wie sie einen Veilchenstrauß trug. Sie gingen, ihr die Tür zu öffnen, und der Duft der Veilchen ergoss sich durch die ganze Hütte. »Wo hast du die denn gepflückt?« fragte Hollena störrig. »Hoch auf dem Berge, dort wuchsen ihrer unter Gesträuch in Mengen«, erwiderte Maruschka. Hollena nahm die Veilchen, steckte sie hinter den Gürtel, roch an ihnen und ließ die Mutter riechen. Des anderen Tages saß Hollena müßig beim Ofen und es gelüstete sie nach Erdbeeren. »Geh, Maruschka, bring mir Erdbeeren aus dem Walde«, befahl Hollena der Schwester. »O je, liebe Schwester, wo werd ich Erdbeeren finden? Hab nie gehört, dass unter dem Schnee Erdbeeren wüchsen«, versetzte Maruschka. »Du nichtsnütziges Ding, du Kröte, du widersprichst, wenn ich befehle. Gleich geh in den Wald und bringst du keine Erdbeeren mit, wahrlich, so schlag ich dich tot«, drohte die böse Hollena. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Türe hinaus und schloss diese fest hinter ihr. Das Mädchen ging wieder bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war ein Fußstapfen. Die Arme irrte lange. Hunger plagte sie, Kälte schüttelte sie. Da gewahrte sie in der Ferne dasselbe Feuer, das sie den Tag zuvor gesehen. Mit Freuden eilte sie darauf zu. Sie kam wieder zu dem großen Feuer, um welches die 12 Monate saßen. Der Eismonat saß oben an. »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme, Kälte schüttelt mich«, bat Maruschka. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte: »Warum bist du wiedergekommen? Was suchst du?« »Ich suche Erdbeeren«, entgegnete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit, Erdbeeren zu suchen, wenn Schnee liegt«, sagte der Eismonat. »Das weiß ich wohl«, antwortete Maruschka traurig. »Allein Schwester Hollena und meine Stiefmutter haben's mir befohlen, Erdbeeren zu bringen. Bring ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde.« Der Eismonat erhob sich, schritt zum Monat, der ihm gegenüber saß, gab ihm den Stab in die Hand und sprach: »Bruder Juni, setz dich oben an.« Der schöne Monat Juni setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. In dem Augenblicke schlug die Flamme hoch empor. Der Schnee zerschmolz alsbald, die Erde grünte, Bäume umhüllten sich mit Laub, Vögel begannen zu singen, mannigfaltige Blumen blühten im Walde und es war Sommer. Weiße Sternlein gab es, als ob sie wer dahingesät hätte. Sichtbar aber verwandelten sich die weißen Sternlein in Erdbeeren.
Die Erdbeeren reiften schnell und ehe sich Smaruschka versah, gab es ihrer in dem grünen Rasen, ob wer Blut ausgegossen hätte. »Schnell, Maruschka, pflücke!« gebot der Juni. Maruschka pflückte freudig, bis sie die Schürze voll hatte. Dann dankte sie den Monaten schön und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Hollena. Es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, dass Maruschka in der Tat Erdbeeren bringe, die ganze Schürze voll. Sie liefen ihr, die Tür zu öffnen, und der Duft der Erdbeeren ergoss sich durch die ganze Hütte. »Wo hast du sie gepflückt?« fragte Hollena Störrig. »Hoch auf dem Berge, dort wachsen sie in Fülle unter den Buchen«, erwiderte Maruschka. Hollena nahm die Erdbeeren, aß sich satt und gab auch der Mutter zu essen. Hollena hatten die Erdbeeren geschmeckt und es gelüstete sie des dritten Tages nach roten Äpfeln. »Geh in den Wald, Maruschka, und bring mir rote Äpfel«, befahl sie der Schwester. »O je, liebe Schwester, woher sollten im Winter Äpfel kommen?« versetzte die arme Maruschka. »Du nichtsnutziges Ding, du Kröte! Du widersprichst, wenn ich befehle? Gleich geh in den Wald und bringst du keine roten Äpfel, wahrlich, so schlag ich dich tot!« drohte die böse Hollena erneut. Die Stiefmutter fasste Maruschka, stieß sie zur Tür hinaus und schloss diese wieder fest hinter ihr. Das Mädchen eilte bitter weinend in den Wald. Der Schnee lag hoch, nirgend war ein Fußstapfen. Allein das Mädchen irrte nicht umher, es ging gerade auf den Gipfel des Berges, wo das große Feuer brannte, wo die 12 Monate saßen. Sie saßen dort, der Eismonat saß oben an. »Liebe Leute, erlaubt mir, dass ich mich am Feuer wärme, Kälte schüttelt mich«, bat Maruschka und trat zum Feuer. Der Eismonat nickte mit dem Haupte und fragte: »Weshalb bist du wiedergekommen? Was suchst du da?« »Ich suche rote Äpfel«, antwortete Maruschka. »Es ist nicht an der Zeit«, sagte der Eismonat. »Das weiß ich wohl«, entgegnete Maruschka traurig. »Allein Schwester Hollena und meine Stiefmutter haben mir befohlen, rote Äpfel aus dem Wald zu bringen. Bringe ich sie nicht, so schlagen sie mich tot. Bitte schön, ihr Hirten, sagt mir, wo ich deren finde.« Da erhob sich der Eismonat, schritt zu einem der älteren Monate, gab ihm den Stab in die Hand und sprach: »Bruder September, setz dich oben an.« Der Monat September setzte sich oben an und schwang den Stab über dem Feuer. Das Feuer glühte rot, der Schnee verlor sich, aber die Bäume umhüllten sich nicht mit Laub, ein Blatt nach dem anderen fiel ab und der kühle Wind verstreute sie auf dem falben Rasen, eins dahin, das andere dorthin. Maruschka sah nicht so viele bunte Blumen. Am Talhang blühten Altmannskraut, blütenrote Nelken, im Tale standen gelbe Eschen, unter den Buchen wuchs hohes Farrenkraut und dichtes Immergrün. Maruschka blickte nur nach roten Äpfeln umher und sie gewahrte in der Tat einen Apfelbaum und hoch auf ihm zwischen den Zweigen rote Äpfel. »Schnell, Maruschka, schüttle«, gebot der September. Maruschka schüttelte freudig den Apfelbaum, es fiel ein Apfel herab. Maruschka schüttelte noch einmal, es fiel ein zweiter herab. »Schnell, Maruschka, eile nach Hause«, gebot der Monat. Maruschka gehorchte, nahm die 2 Äpfel, dankte den Monaten schön und eilte froh nach Hause. Es wunderte sich Hollena. Es wunderte sich die Stiefmutter, als sie sahen, dass Maruschka Äpfel bringe. Sie gingen ihr öffnen. Maruschka gab ihnen die 2 Äpfel. »Wo hast du sie gepflückt?« »Hoch auf dem Berge, sie wachsen dort und noch gibt's ihrer dort genug«, erwiderte Maruschka.
Warum hast du nicht mehr gebracht oder hast du sie unterwegs gegessen?« fuhr Helena zornig gegen sie los. »Ach, liebe Schwester, ich habe keinen Bissen gegessen. Ich schüttelte einmal, da fiel ein Apfel herab. Ich schüttelte zum zweiten Mal, da fiel noch einer herab. Länger zu schütteln erlaubten sie mir nicht. Sie hießen mich nach Hause gehen«, sagte Maruschka. »Dass der Donner in dich fahre«, fluchte Helena und wollte Maruschka schlagen. Maruschka brach in Tränen aus und bat Gott, er solle sie lieber zu sich nehmen und sie nicht von der bösen Schwester und Stiefmutter erschlagen lassen. Sie floh in die Küche. Die gnäschige Helena ließ das fluchen und begann, einen Apfel zu essen. Der Apfel schmeckte ihr so, dass sie versicherte, noch niemals in ihrem Leben so etwas Köstliches gegessen zu haben. Auch die Stiefmutter ließ sich's schmecken. Sie aßen die Äpfel auf und es gelüstete sie nach mehr. »Mutter, gib mir meinen Pelz, ich will selbst in den Wald gehen«, sagte Helena. »Das nichtsnutzige Ding würde sie wieder unterwegs essen. Ich will schon den Ort finden und sie alle herabschütteln, ob es fair erlaubt oder nicht.« »Vergebens«, riet die Mutter ab. Helena zog den Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf und eilte in den Wald. Die Mutter stand auf der Schwelle und sah Helena nach, wie es ihr gehe. Alles lag voll Schnee, nirgend war ein Fußstapfen zu schauen. Helena irrte lange, ihre Gnätschigkeit trieb sie immer weiter. Da gewahrte sie in der Ferne ein Licht, sie eilte darauf zu. Sie gelangt auf den Gipfel, wo das Feuer brennt, um das auf 12 Steinen die 12 Monate sitzen. Helena erschrickt, doch bald fasste sie sich, tritt näher zu dem Feuer und streckt die Hände aus, um sich zu wärmen. Sie fragte die Monate nicht, darf ich mich wärmen, und spricht kein Wort zu ihnen. »Was suchst du hier, warum bist du hergekommen?« fragte verdrießlich der Eismonat. »Wozu fragst du das, du alter Tor? Du brauchst nicht zu wissen, wohin ich gehe«, fertigte ihn Helena störrig ab und wendete sich vom Feuer in den Wald. Der Eismonat runzelte die Stirn und schwingt seinen Stab über dem Haupte. In dem Augenblick verfinsterte sich der Himmel. Das Feuer brennt niedrig, es beginnt Schnee zu fallen, als ob wer ein Federbett ausschüttete. Eisiger Wind weht durch den Wald. Helena sieht nicht einen Schritt vor sich, sie irrt und irrt, stürzt in eine Schneewehe und ihre Glieder ermatten, erstarren. Unaufhörlich fällt Schnee, eisiger Wind weht. Helena flucht der Schwester, flucht dem lieben Gott. Ihre Glieder erfrieren in dem warmen Pelz. Die Mutter harrte auf Helena, blickte zum Fenster hinaus, blickte zur Tür hinaus, konnte aber die Tochter nicht erblicken. Stunde auf Stunde verstrich, Helena kam nicht. »Vielleicht schmecken ihr die Äpfel so gut, dass sie sich nicht von ihnen trennen kann«, dachte die Mutter. »Ich muss nach ihr sehen.« Sie zog ihren Pelz an, nahm ein Tuch um den Kopf und ging los, Helena zu finden. Alles lag voll Schnee, nirgends war ein Fußstapfen zu schauen. Sie rief nach Helena, niemand meldete sich. Sie irrte lange, Schnee fiel dicht, eisiger Wind wehte. Maruschka kochte das Essen, besorgte die Kuh, doch weder Helena noch die Stiefmutter kam. »Wo bleiben sie so lange?« sprach Maruschka zu sich und setzte sich zum Spinnrocken. Schon war die Spindel voll, schon dämmerte es in der Stube und es kam weder Helena noch die Stiefmutter. »Ach Gott, was ist ihnen zugestoßen?« klagte das gute Mädchen und sah zum Fenster hinaus. Der Himmel strahlte von Sternen, die Erde glänzte von Schnee, es ließ sich niemand sehen. Traurig schloss Maruschka das Fenster. Des anderen Tages harrte sie mit dem Frühstück, wartete sie mit dem Mittagsmahl, doch weder Helena noch die Stiefmutter
kamen. Der guten Maruschka blieb die Hütte, die Kuh und ein Stückchen Feld. Es fand sich auch ein Hauswirt dazu und beide lebten in Frieden, glücklich miteinander.